Hallo und willkommen zu einer neuen Folge täglich grüßt der Hundetrainer bei mir aus dem Büro. Wieder eine von euren Fragen. Diesmal wollen wir uns mit einem Border Collie aus der Schweiz von Virginia auseinandersetzen. Los geht's! So, wie immer haben wir hier die Frage. Ich lese sie wieder vor, ihr könnt mitlesen und danach werden wir uns darüber unterhalten. Guten Tag, mein Name ist Virginia und ich komme aus der Schweiz. Ja, schöne Grüße in die Schweiz. Ich habe bald einen 7-monatigen Border Collie. Zu Hause funktioniert's super. Er ist sehr ruhig und schmust gern. Ja, für das Alter und ein Border Collie nicht ungewöhnlich. Ja, zumindest wenn es ein Rüde ist. Mädels sind manchmal nicht so schmusig. Zurück zum Text. Das Problem ist draußen. Er hütet alles, was sich schnell bewegt. Zum Beispiel Autos, Fahrräder, Jogger. Mein Hundetrainer meinte, ich soll mit ihm mit dem Futterdummy arbeiten und nur noch im Wald spazieren gehen. Mit der Zeit soll es dann auch an der Straße mit dem Futterdummy klappen. Das Dummy sollte dann seine ganze Aufmerksamkeit haben. Im Wald sind aber auch Fahrräder und Jogger. Er will immer hinterher und das Dummy interessiert ihn dann überhaupt nicht. Ich werde langsam wahnsinnig. Er hat mich stark an den Border Collie Colin erinnert. Haben Sie vielleicht einen anderen Ratschlag? Freundliche Grüße aus der Schweiz, Virginia. Ja, Virginia, da brauche ich einen Schluck Kaffee für. Wo fangen wir an? Erstmal die grundlegendste, einfachste Geschichte. Dein Hund ist 7 Monate alt. Ja? Und ein Border Collie mit 7 Monaten ist gerade so in der Pubertät, der fängt an Quatsch zu machen. Und es ist eine Hunderasse, die tatsächlich ja, auf schnelle bewegende Reize reagiert. Das ist bei Hütehunden so. Dass dein Hund jetzt Autos, Fahrräder und Jogger interessant findet und den hinterher rennt, ist gar nicht so tragisch und nicht ungewöhnlich. Denn das kann man eigentlich sehr, sehr gut trainieren. Gerade in diesem Alter. Der Ansatz von deinem Trainer wäre nicht mein Ansatz. So viel kann ich sagen, ich würde das anders machen. Vor allem aus 2 Gründen. Das eine ist, wenn das Verhalten deines Hundes eher ein spielerisches Verhalten ist. Das heißt, der rennt zwar hinterher und weiß dann nicht mehr, was er machen soll. Das kann man gut testen mit einem Jogger oder mit Fahrrädern. Ne? Also mit Autos würde ich nicht testen. Also man bestellt sich jemanden, der da mal vorbeifährt, der mal laut ruft, der mal klatscht, der mal rennt, der mal tanzt und guckt einfach, was der Hund macht. So würde ich da rangehen. Und wenn ich dann feststelle, okay, das ist ein absolutes Spielverhalten, der weiß gar nicht anders damit umzugehen, das ist einfach nur ein Reiz, den er toll findet, er rennt hinterher und wenn er dann da ist, dann weiß er nicht mehr zu machen und dann hüpft er so ein bisschen und springt und mehr passiert nicht, dann würde ich einen anderen Ansatz fahren, der zwar ähnlich gelagert ist, aber eben nicht über einen Futterdummy funktioniert. Sondern mein Hund würde in dem Fall, mein Border Collie würde in dem Fall tatsächlich ein Spiel bekommen, eine Beschäftigung bekommen, die dem Ganzen entspricht. Was dein Hundetrainer jetzt in meinen Augen gemacht ist, dein Hund hat Bock auf Action und Rennen und Jagen und er sagt, okay, jetzt werfen wir den Futterdummy, dann musst du den zurückbringen, dann mache ich dir den auf und dann kriegst du was zu essen. Zumindest gehe ich davon aus, dass das so ist, weil das ist so dieser typische, in Anführungsstrichen, Martin-Rütter-Ansatz, ohne das negativ zu meinen, aber so haben wir den vor 5, 6, 7, 10 Jahren im Fernsehen ständig gesehen. Was sein könnte, ist, dass dein Trainer tatsächlich mit dem Dummy ein Jagdspiel macht. Dann wäre das eher so mein Ansatz. Ja, aber ich gehe davon aus, dass das nicht so ist, weil sonst gäbe es keinen Grund, ein Futterdummy zu nehmen. Wenn man ein Jagdspiel draus machen würde, würde ich einen Ball an der Schnur nehmen oder irgendwas, dann muss es nicht um Futter gehen. Also, nochmal, was dein Trainer macht, ist, okay, du willst etwas Actionlastiges machen, du willst jagen, du willst rennen, du willst tralala. Ich biete dir etwas an, da kannst du mal kurz hinterherlaufen, dann bringst du mir das zurück, dann setzt du dich hin, dann musst du dich konzentrieren, musst du ruhig bleiben, dann mach ich das auf, dann kriegst du ein Leckerchen, dann machen wir das nochmal. Und das ist sowas von ultra langweilig für einen Border Collie, für die allermeisten Border Collies zumindest in dem Alter. Das heißt, in diesem Fall, ich würde woanders rangehen. Bei mir wäre das ein Ball an der Schnur, eine Frisbee, eine Reizangel oder. Und ich würde versuchen dann entweder das damit umzulenken und zu sagen, pass mal auf, du kannst da nicht spielen gehen, du kannst einfach nicht die Leute hier jagen, aber ich biete dir etwas an, das genauso geil ist. Weil wenn du jetzt mit mir mitmachst, kriegst du, werfe ich dir den Ball oder spiele mit dir Frisbee. Ja? Das wäre ein ähnlicher Ansatz. Nur das, was ich einsetze, ist eine ganz andere Hausnummer. Also ich versuche halt, das gleiche Level an, in Anführungsstrichen, Geilheit im Spiel für den Hund zu kreieren. Ja? Ich will, dass der rennt und dass der jagt und dass der sich austoben und auspowern kann, wenn dann überhaupt. Stelle ich aber fest, dass das tatsächlich mehr so ein Hüteverhalten ist und nicht so ein Spielverhalten und in Anführungsstrichen Unsicherheitsgedöns. Und ich sehe vielleicht, dass mir das schon ein bisschen zu ernsthaft ist, was mit 7 Monaten durchaus vorkommen kann. Da
dann würde ich da anders mit umgehen, dann würde ich das ja erzieherisch lösen. Das heißt, dein Hund müsste bei mir lernen, dass er das eben nicht darf. In der Hundeschule wäre das ganz einfache Geschichte, der muss Sitz machen und einer rennt jubelnd an ihm vorbei. Steht er auf, musst du ihn wieder hinsetzen. So lernst du dich durchzusetzen und er lernt, dass er nicht alles kriegt, was er haben kann. Das wäre der erste und einfachste und freundlichste Ansatz. Wenn man dann feststellt, okay, dass die Reizlage für ihn so hoch ist, dass er das einfach nicht umsetzen kann, dann wäre auch das vielleicht eine Situation, wo ich sagen würde, ich würde das korrigieren. Einfach aus dem einfachen Grund, wenn ich die mit den zwei, drei netten Versuchen und Ansätzen nicht vorankomme, mir einfach die Gefahr zu hoch ist, dass irgendwann mal was passiert. Denn wir sind alles nur Menschen, wir passen alle mal nicht auf, der rennt los, rennt vom Fahrrad, wird vom Fahrrad angefahren, beide verletzt. Das wäre scheiße. Ja? Oder aber noch schlimmer, der rennt vors Auto und wir können uns alle ausmalen, was da passieren kann. Also, wenn ich merke, es ist spielerisch, würde ich es versuchen umzulenken. Wenn ich merke, okay, das ist nicht nur spielerisch, es ist ein bisschen Ernsthaftigkeit dabei, dann ist das eine ganz, ganz schlichte Erziehungsfrage. Und zwar eine straighte, klare Linie, die da rein muss. Du sagst Sitz, der steht auf, du sagst sofort wieder, nein, setz dich hin. Du gehst da nicht hinterher. So lange, bis der das versteht und in Anführungsstrichen mitspielt. Auch wenn er das nicht gerne möchte. Und wenn von diesen Dingen nichts vorkommt, dann würde ich das tatsächlich korrigieren. Und wie genau? Auch das ist wieder schwierig zu sagen. Das kann eine Berührung sein, das kann ein verbaler Anschiss sein, das kann eine Wasserflasche sein oder eine Klapperflasche oder. Bitte versuch das nicht auf eigene Faust, denn wenn du dir das verhagelst, wenn du da einfach nicht vernünftig mit umgehst, wenn du nicht weißt, was du tun sollst und du dir das verbaust, weil der Hund das nicht ernst nimmt oder sich dran gewöhnt, dann wird es im Anschluss einfach nur viel schwerer. Ja? Also ich würde dir einfach raten, such dir einen Hundetrainer, der einen anderen Ansatz fährt, oder aber sprich mit deinem Trainer und sag, pass mal auf, können wir das in der Hundeschule einbauen, können wir das in den Gruppen machen, die Leute müssen dran vorbeirennen und jubeln und schreien und der soll sitzen bleiben und zeig mir, wie das geht. Das müsste eigentlich jeder Trainer können. Ja? Wenn dein Trainer dir da nicht helfen kann oder will oder du aus irgendwelchen Gründen du nicht in der Lage dazu bist, das vor Ort jetzt umzusetzen, dann kannst du damit einfach selber anfangen. Nimm ihn an die Leine, weiß ich nicht, mach die Leine bei dir im Garten an den Zaun, häng den Hund da dran, sodass der locker stehen, sitzen, liegen kann. Dann sagst du ihm Sitz und dann fängst du an, Bällchen zu werfen. Und immer, wenn der aufsteht, sagst du ihm einfach wieder Nein, Sitz. Und dann schraubst du mit deinem Ball, mit deiner Frisbee, mit deinem Spielzeug die Erwartungshaltung und den Reiz immer, immer höher. So lange, bis der auf den Reiz nicht reagiert und sagt, okay, ich bleib sitzen, wenn du sagst Sitz. Und dann zur Belohnung machst du ihn ab. Und dann kann er kurz mit dem Ball spielen. Das wäre ein Ansatz, wie du anfangen kannst. Aber irgendwann wirst du damit einfach an deine Grenze kommen. Der ist ja nicht doof. Der wird feststellen, da steht die Virginia, da ist das Bällchen, ich hänge hier fest. Alles klar, kenne ich. Ja? Das heißt, das ist aber eine gute Übung für den Anfang. Hohe, hohe, krasse Reize, schnell, laut, jubeln, tralala, Ball, irgendwas. Und der soll trotzdem sitzen. Weil genau das ist das, was Border Collies so schwer fällt. Genau das ist das, was ich mit dem Colin mal gemacht habe. Ich glaube, das Video hieß Colins Trainingsprogramm. Da ging es genau darum. Ich habe dem Sitz gesagt, habe mit dem Spielzeug so gemacht. Und wenn der aufgestanden ist, habe ich gesagt, nein, Sitz. Und das Spielzeug war sofort wieder tot. Ja, also, es hat gelebt, gelebt, gelebt. Der steht auf, nein, sitzen, Spielzeug tot. Der saß wieder, der ist wieder aufgestanden, Spielzeug sofort wieder tot. Nein, Sitz. So lange, bis der saß und ich machen konnte. Und der gesagt hat, okay, ich darf nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt spielen wir miteinander und jetzt bauen wir ein bisschen Druck ab, weil du das nicht so gut mitgemacht hast, weil du dich zusammengerissen hast. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist aber, dass du mit fremden Reizen arbeiten musst. Und dann brauchst du Fahrräder, Jogger, Autos. Ja? Und dein Trainer sollte dir dabei helfen können. Kann er das nicht, würde ich dir raten, such dir jemand anderen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hoffe, du kriegst es in den Griff. Lass dir den Kopf nicht hängen. Der ist 7 Monate alt und ein Border Collie. Also wenn es einen Hund gibt, der was lernen kann, dann der. Aber, und das ist wichtig für dich im Hinterkopf zu haben, es ist und bleibt ein Arbeitshund. Ein Hund, der stark auf Reize reagiert und dem man ganz klar im Zweifel auch mal sagen muss, wie es funktioniert und wo es hingeht und wo nicht. Das heißt nicht, dass du grob und laut und unfair sein sollst, aber du brauchst eine klare, verständliche Linie. Schwarz und weiß. Wenn ich sage, machst du Sitz. Wenn ich sage, kannst du machen. Wenn ein Auto kommt, dann mache ich Sitz und du bleibst sitzen. Und das musst du durchziehen. Das braucht eine Zeit. Das kann 1 Monat oder 2 oder 3 dauern. Aber dann solltest du das in den Griff kriegen. Viel Erfolg.